Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, sich einen Überblick über die zur Verfügung stehenden WLAN-Netzwerke zu verschaffen, die man dann abschließend angreifen kann. Sollte Ihr Netzwerk nicht gut oder gar nicht gesichert sein, so könnten Sie das hier als Anregung verstehen, eventuell doch etwas mehr für Ihren Schutz zu unternehmen. Viele Nutzer, die sich ein WLAN-Netzwerk selbst einrichten und nicht so große Erfahrung haben, gehen oftmals den Weg des geringsten Widerstands. Mir persönlich fallen jetzt nicht so viele Gründe ein, warum man sein eigenes Netzwerk nicht schützen sollte. Ich hoffe, der Grund ist Unwissenheit oder Inkompetenz. Oftmals hören wir allerdings auch, dass Nutzer durchaus ursprünglich bereit waren, das Netzwerk zu schützen. Aber wenn dann nicht mit dem geschützten Netzwerk sofort eine Verbindung zustande kommt, wird es halt mal ohne Passwort versucht. Natürlich funktioniert das dann auch sofort und das war es dann im Grunde mit der Sicherheit. Tödlich, im übertragenen Sinne, ist dann noch der Glaube, dass man als Ziel selbst viel zu uninteressant sei. Und um die Wahrheit zu sagen, korrekt, Sie sind zu uninteressant, aber die anderen, die sich schützen, sind wie Opfer, die sich wehren. Warum soll ich mich mit denen anlegen, wenn sie schon am Boden liegen, bevor ich überhaupt loslege? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die übliche Methode. Ich habe hier einen Ubuntu-Laptop, der hat sein Netzwerk-Icon im System-Tray. Und wenn ich da drüber fahre, sehe ich erstmal die normalen Netzwerke. Klicken wir da mal drauf. Sehen wir erstmal hier die üblichen Netzwerke, die sich überhaupt identifizieren. Und natürlich, hier kann ich schon direkt sehen, welches Netzwerk sich schützt. Da habe ich hier so ein kleines blaues Icon davor. Oder die Netzwerke, die sich nicht schützen. Und jetzt, ich hoffe mal, dass das nicht repräsentativ ist, aber von vier Netzwerken, die ich an der derzeitigen Position einfach erreichen kann, sind zwei nicht geschützt. Das heißt, in der Position, wo sich das Laptop jetzt befindet, brauche ich eigentlich jetzt nur hier oben einen Klick in die Checkbox zu machen und schon bin ich automatisch mit diesem unverschlüsselten Netzwerk verbunden. Was man hier jetzt noch nicht sehen kann, sind die Art der verschlüsselten Netzwerke, die sich selber verstecken. Das gibt es bei einigen WLAN-Routern, dass diese nicht mit einer Identifikation antworten. Der Witz dahinter soll der sein, dass man sie nicht sehen kann, sondern man muss wissen, dass sie da sind. Man verpasst ihnen noch einen Namen, den man nicht auf die Schnelle erraten kann und erhofft sich somit eine weitere Hürde, weil ich zum Beispiel jetzt nicht in der Lage wäre, eben dieses unsichtbare Netzwerk hier anzuwählen. Solch ein Verstecken ist natürlich für einen richtigen Angreifer überhaupt keine Hürde. Ich habe hier mal eine Konsole einfach geöffnet und ich installiere mir jetzt auf dem Laptop eine Software, die mir mehr Möglichkeiten verschafft. Ja, einfach apt-get install und dann airquake-ng. Wird die Software auf die Schnelle installiert. Ich habe sie schon gerade installiert gehabt, deswegen wird bei mir in Wirklichkeit jetzt nichts installiert. Allerdings für Sie, für den Fall der Fälle, dass Sie die Software bei sich auch mal installieren wollen, um zu sehen, was da los ist, einfach apt-get install airquake-ng. So, zusätzlich brauchen wir noch den Mac-Changer, den müssen wir auch noch installieren, denn wenn wir uns einen Überblick verschaffen, was in unserer Nachbarschaft so los ist, dann wollen wir natürlich selbst keine Spuren hinterlassen. Ist natürlich für unser Opfer dann nochmal tragischer. Zuerst halten wir mal unsere Netzwerkkarte an. AirmonNG. Tippen wir erstmal rein. Und dann sehen wir erstmal, welche einzelnen WLAN-Karten wir überhaupt haben. Ich habe natürlich jetzt hier nur eine, logisch, aber die heißt WLAN 0. Das brauche ich. Denn die halte ich jetzt an, indem ich einfach schreibe Airmon Stop WLAN 0. So, ist das Ganze angehalten. Jetzt wird hier nichts mehr überwacht. Als nächstes ifconfig WLAN 0 down. Jetzt wird das Ganze noch aus der Konfiguration rausgenommen. Jetzt kann ich den Mac-Changer aufrufen und erstmal die Mac-Adresse meiner Karte ändern, damit halt meine Karte nicht als echte Karte im Internet unterwegs ist oder in den fremden Netzwerken, sondern wenn überhaupt da jemand wäre, der mich sehen könnte, würde er falsche Daten übermittelt bekommen. Also Mac-Changer minus minus Mac und jetzt 00
Doppelpunkt 1,1, Doppelpunkt 2,2, Doppelpunkt 3,3, Doppelpunkt 4, Doppelpunkt 5,5. Und jetzt WLAN 0. Also, dass diese MAC-Adresse meinem Netzwerkadapter WLAN 0 zugeordnet werden soll. So, okay, hier sehen wir jetzt die echte MAC-Adresse. Also 001F und so weiter. Das war die Current MAC. Und die Faked MAC ist jetzt darunter. So, das heißt, jetzt wird das Ganze wieder gestartet. Und zwar mit airmonng start WLAN 0. So, läuft das Ganze wieder. Monitor Mode enabled gleich on. So, als nächstes, jetzt verschaffen wir uns einen Überblick. Also aero dump WLAN 0. Jetzt lauschen wir. Jetzt kommen die ganzen einzelnen Router rein. Und jetzt sehen wir hier auch schon die Art der Verschlüsselung. Haben wir hier über Encoding. Das ist der Mauszeiger gerade im Weg. Also WPA2 ist eine ziemlich sichere Verschlüsselung. Fast unknackbar, würde ich jetzt sagen. WPA ist nicht ganz so sicher. WEP, die letzte Verschlüsselungsart, die knacken wir in einem anderen Video. Und Open, da gibt es nichts zu knacken. Das ist schon offen. Da kann jeder rein und raus. So, das kann man jetzt ein bisschen laufen lassen. Zuerst kommen natürlich die Netzwerke rein, die am stärksten unterwegs sind. Mit der Dauer kommen dann da immer mehr rein.